Ja, ich bin's noch einmal ganz, euer Mike am Start. Ich habe ja erstmal herzlich willkommen zu diesem kleinen Tipp- und Lötvideo. Ja, ihr wisst ja, ich habe jetzt am heutigen Tag, am Vormittag ja den Iron Man gezeigt und die Ausgabe 26, 27, 28 und die Hand brennte nicht. Und warum hat sie nicht gebrannt? Ganz einfach, weil hier das Stück schwarze Kabel nicht richtig angelötet war. Ich weiß nicht warum. Und deswegen hat es nicht gebrannt. Seht ihr das? Hier ist diesen einen Kabel angelötet und hier ist die LED angelötet. Ne? Ihr seht ja hier, ne? Das ist der sogenannte Pluspol. Der Minuspol ist nicht angelötet. Der Minuspol mussten hier angelötet werden. Das werde ich jetzt mal machen und zeige euch mal, wenn ihr diese Hand habt. Ob es jetzt bei Ausgabe, die Anfangsausgabe ist oder natürlich die Ausgabe bei den 26, 27, 28. Bekommt keinen Schreck, guckt euch das Teil an. Wenn hier das ab ist, das ist auch beim anderen schon passiert, dann bei der ersten Hand, dann müsst ihr einfach das einfach anlöten. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, was da gemacht wird. So, wir wollen erstmal hier das Teil hier ran klemmen. Müsst ihr aufpassen, ihr dürft hier nichts beschädigen, das ist sehr, sehr wichtig. Am besten ein paar Schrumpfschläuche. Ihr müsst ein bisschen Schrumpfschläuche haben. So, wir werden es erstmal abisolieren. Gucken. Das ist ein sehr dünner Kabel, da müsst ihr aufpassen, weil erstmal testen. Ja, haben wir. Alles klar, hat geklappt. Ne? Müsst ihr das hier so ein Stück abisolieren. So. Aufpassen, nichts anderes beschädigt wird. Ich gehe jetzt mal ein bisschen mal rein, naja, ran, damit ihr das sieht. Und der Anfang ist dann immer ein bisschen schwierig, das zu löten. So. Da ist meine Fummelsarbeit immer. So, haben wir festgelegt. Ich hoffe, es hält. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das auch brennt. So, wir wollen gucken, ob es brennt. Es brennt. Voila. Wir haben es festgelötet. Supi. Ja, ihr seht.
Woran das gelegen hat, es war anscheinend nicht richtig festgelötet. Jetzt muss man gucken, dass ich das in die Hand reinkriege. Aber ihr seht, wenn mal irgendwas nicht funktioniert bei sowas, bei den Bauern Iron Man, dann einfach nicht die Flinte ins Korn schmeißen. Guckt euch das mal an. Vielleicht könnt ihr das selber wieder reparieren. Ihr seht, es sind nur kleine Handgriffe, Lötkolben, bisschen Zinn. Vorsichtig mit anlöten, weil normalerweise ist sehr gut Lötzinn oben drauf. Da müsst ihr nur ein bisschen antupfen, es dauert eine Zeit. Wenn einmal das flüssig wird, brennt es. Und ihr seht, sie brennt. Ich hoffe, es konnte ein kleines Informationsvideo von geben. Ich habe euch gesagt, ich werde mal gucken, wie was daran, also was kaputt ist. Ich habe gedacht, ich werde euch dieses Infovideo mal zeigen, was ich gemacht habe. Ja, im Sinne jetzt. Ich hoffe, dass dieses kleine Lötvideo hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr möchtet. Dann sehen wir uns beim nächsten Bauprojekt wieder. Bis dann, euer Mike. Ciao.